Herzlich willkommen zum Drop Serien Talk und unserer heutigen Review von The Outsider. The Outsider ist eine HBO-Serie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von einer Stephen King-Novelle. Und es ist eine ganz sehr interessante Show, da es eine schöne Mischung aus True Detective und Dracula gibt, könnte man sagen. Also wir haben wirklich coole Elemente drin, die für eine Murder-Mystery-Reihe geben und natürlich diesen typischen Stephen King mysteriösen Supernatural, dieses Supernatural-Element, was er immer gerne reinpackt und was natürlich ihn auch sehr ausmacht. Und diesen Stil, typischen Stephen King-Stil erkennt man auch sehr gut, aber ich muss echt sagen, er schlägt nicht so sehr aus wie bei manch anderen Projekten. Ich finde, es ist immer noch mehr True Detective und weniger Supernatural Sachen, also wie Dracula oder sowas, ja. Also das passiert da nicht und das finde ich halt sehr gut an der Serie, weil ich bin immer nicht so ein Fan, wenn es zu verrückt wird bei Stephen King. Aber naja, kommen wir mal zur Story der ganzen Sache. Es spielt in einer Kleinstadt in Georgia, wo eine verstümmelte Jungenleiche auftaucht und Detective Anderson, der von Ben Mendelsohn gespielt wird, untersucht den Fall und verhaftet den vermeintlichen Täter, und zwar Terry Maitland, der gespielt wird von Jason Bateman. Der beteuert aber seine Unschuld und weil er sagt, er war zu dem Zeitpunkt ganz woanders und die Beweise, die gegen ihn vorliegen, die sind einfach aber so eindeutig, dass es einfach schwer ist, darüber hinwegzusehen bzw. es herauszufinden, welche oder wo die Probleme sind. Mendelsohn ist in seiner Rolle sehr perfekt, in dieser Detective-Rolle, und er ist allgemein auch ein super Schauspieler, egal was er anfasst, das wird irgendwie zu Gold, sei es Mississippi Grind, sei es in Star Wars, sei es in Captain Marvel als Villain-Charaktere, alle sind immer sehr, sehr gut und er weiß genau, welche Rolle er spielt. Und das ist auch hier der Fall, er zeigt wirklich eine ganze Bandbreite des Charakters sehr gut, stellt es sehr gut dar, zwischen düster und emotional bis hin zu sorgfältig ist alles dabei und er spielt es echt haargenau. Und eine weitere wichtige Rolle in dieser Serie wird von Cynthia Erivo gespielt, die Holly spielt, die ist eine Art Privatdetektivin. Und da kommt es zur Geltung, dass da gewisse Trope genutzt werden, die typisch sind, wie zum Beispiel, am Beispiel des genialen, aber gebrochenen Detective, das halt sehr oft genutzt wurde in den letzten Jahren, aber oftmals passiert, dass da SchauspielerInnen einfach da ein bisschen übertreiben und ein bisschen over the top sind, was die Rolle angeht. Aber ich muss sagen, Cynthia Erivo spielt diese Rolle wirklich sehr interessant mit einem gewissen Mix aus einem Art roboterhaften Verhalten und Agoraphobie, das dann auf falsche soziale Ehrlichkeit trifft. Und das ist wirklich eine ganz interessante Mischung. Und man fragt sich wirklich, was mit dem Charakter ist. Man bekommt ein paar Anhaltspunkte und das ist wirklich sehr gut gemacht von ihr, schauspielerisch, aber auch vom Storyaufbau. Weiterhin kann man ja, wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, Jason Bateman noch erwähnen, der auch wirklich sehr perfekt in seiner Rolle ist. Er spielt halt seinen typischen liebevollen Charakter, diesen All-American Dad, der von allen gemocht wird und so. Aber man hat auch das Gefühl, was Jason Bateman wirklich immer sehr gut rüberbringt, ist halt das, was in ihm steckt sozusagen, dieses gewisse Etwas, ne? Dass er jede Sekunde vielleicht ausrasten könnte oder irgendwas Bestimmtes machen könnte. Und das trifft er halt auch wirklich gut zu für die Inhalte der Story. Also das ist, sag ich mal, Spoiler-Alert technisch, dass es einen Doppelgänger gibt sozusagen und dass es dass er es aber trotzdem immer noch sein könnte. Ne? Das ist halt sehr gut ausgewogen. Und deswegen finde ich Jason Bateman auch sehr gut für die Rolle gewählt. Und er zeigt ja dieses oder ähnliche Sachen auch in Ozark, was wirklich auch eine sehr gute Serie ist und auch die dritte Staffel auch sehr gut war. Und weiterhin kann man auch sagen, dass die Musik auch wundervoll eingesetzt wurde von Danny Benzie und Sonder Jurians. Die haben sehr viele Sinti-Töne verwendet, was cool 80s-mäßig war. Und diese wurden dann halt punktiert mit tiefen Tönen eingesetzt, die Stimmung noch deutlicher einfangen und auch ein gewisse Ankündigung haben, dass Unheil gleich bevorsteht. Und das ist alles sehr, wirklich
sehr spooky und sehr Stress verursachen sozusagen. Ja? Man hat diesen, man fühlt diesen Druck oder beziehungsweise man hat ein beklemmendes Gefühl die ganze Zeit und das macht wirklich die Stimmung der Serie aus und das ist sehr, sehr schön eingefangen worden. Und ja, diese erste Staffel, wo man theoretisch weiter einknüpfen könnte, aber ich glaube, es sollte soll eine Limited Series werden, das ist noch nicht so ganz raus, ist all in all wirklich sehr gut gelungen und ich will nicht zu viel von der Story verraten, aber meine Wertung dieser Serie ist auf jeden Fall sehr hoch. Ich hab mich sehr gut unterhalten gefühlt, vor allen Dingen halt, weil ich auch wirklich in diesen True Detective-Vibe kam, das ich auch als sehr, sehr großartige Serie ansehe und würde dieser Serie 9,5 von 10 Punkten geben, weil es halt wirklich schauspieltechnisch sehr, sehr gut war und auch von der Story her und vom Setting her sehr genial umgesetzt wurde. Ich kann leider nicht so viel zur Adaption sagen von der Novelle, aber vielleicht kann das ja irgendwer von euch oder hat es irgendwer von euch gelesen, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen und ich bin gespannt, wenn ihr die Serie geguckt habt, wie ihr sie fandet. Wie gesagt, ich kann sie sehr gut weiterempfehlen, vor allen Dingen in Corona-Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, solche Serie zu bingen. Es lohnt sich definitiv. Also, macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.